Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Mach mir mal mein EVP-Gerät an. Heute werde ich mal ins Jenseits gehen mit Projekt Paranormal. Das ist das. Ich werde auch gleich mal anschalten. Guten Morgen, ihr lieben Seelen, Geister, Entitäten. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, es geht euch gut. Ist jetzt eine ganz normale App, wo die Swap-Raten automatisch geschaltet werden. Also man kann sie braucht man nur anschalten und dann geht es auch gleich los. Braucht man nicht viel noch einstellen. Und ich hatte einige gute Auswertungen mit dem. Seelen sind denn heute da? Auch dir Friede. Ja, vielen lieben Dank für die Bestätigung am K2. Mal kurz abwischen, ja, kurz sauber machen. Ich werde heute einige Apps mal ausprobieren. Die lasse ich jetzt mal so 5 Minuten laufen. Das langt dann auch immer zum Auswerten und letztes Mal gute Ergebnisse rauskommen. Kann ich also weiterempfehlen, Projekt Paranormal. Von Soul Seeker und Spain Paranormal. Ja, danke, vielen lieben Dank, Anna. Ich weiß, dass du das bist. Werde ich die Heat Wave noch mal reinmachen? Ja, vielen Dank.
gehe mal ein bisschen näher ran da. Nee. Oben kann ich es einschalten, habe ich 4 Kanäle, plus einen Kanal noch für zum selber aufnehmen. Hallo Andi, guten Morgen. Hier ist dann auch noch ein 4-Band-Equalizer, den ich einstellen kann. Höhen, Tiefen, Mitteltöner. Hallo ihr Lieben. Hier habe ich dann noch Effekte, die ich einstellen kann. Wie zum Beispiel Echo, Reverb, Gate, Pitch. Wer ist denn alles da? Ja. Das war jetzt das Reverb. Sorry. Ich kann Echo. Das jetzt mit dem Echo-Effekt. Hallo Ernst, guten Morgen. Guten Morgen Amy, guten Morgen Charlotte, guten Morgen Anna. Hi. So. Das war jetzt die Heat Wave. Ghosttronic Box. Hallo ihr Lieben. Ich zeige euch auch mal die Ghosttronic Box. Die schaut dann so aus. Immer der Kanal, wo aufleuchtet, der geht. Oben kann man dann die Kanäle noch einstellen.
welche hervorheben soll von den dreien. Unten kann ich dann noch einstellen, automatisches Webrate. Momentan ist sie bei 2000 Millisekunden. Hallo, Marlies, Marlies. Ich hoffe, dir geht es gut. Wie alt bist du denn, Marlies? 7. Habe ich das richtig verstanden? 7. Das ist auch eine spanische App. Hallo Anna, guten Morgen. Ich arbeite eigentlich meistens nur mit spanischen Apps oder auch russische. Weil da weiß ich zu 100%, dass da keine deutschen Wörtersätze oder Namen kommen. Wie viele Seelen habe ich denn heute zu Besuch? EVP sein, das ist jetzt mein EVP-Gerät. Geh mal ein bisschen so, dann sieht man es besser. Das kostet 20 Euro und es hat zwei Mikrofone und muss sagen, das ist wirklich klasse. Kann ich jedem empfehlen. Ich habe auch noch ein anderes Gerät, EVP, das ein bisschen teurer ist. Zur, wie sagt man, als Sicherheit, falls mir das mal wieder kaputt geht, dass ich gleich eins zur Verfügung habe. Hat jemand ein Problem? Möchte jemand, dem ich helfe? Dann komm hervor, sag mir deinen Namen. Ihr Lieben, ich habe hier eine tolle Taschenlampe und wenn ihr dann hinten drauf drückt, dann könnt ihr die anschalten und euch auch damit bemerkbar machen. Wollt ihr das mal machen? Einfach hinten aufs Knöpfchen drücken und dann geht die an. Traut sich denn und schaltet mal die Taschenlampe an. Einfach hinten nur aufs Knöpfchen drücken, dann geht die an.
natürlich meine Favoritin, die ITC Box 2. Auch von Spain Paranormal. Auch sehr leicht zu bedienen. Wenn mal jemand so liegen könnte, die Taschenlampe anschalten, das wäre ganz toll. Schaut dann die ITC Box 2 aus. A, B und C ist oben. Das sind die Kanäle. Und immer in der Mitte, wenn die Farbe auftaucht, der Kanal ist dann gerade am Laufen. In der Mitte kann man dann einschalten. Unten ist dann der Trigger. Unten ist dann das Echo, kann man dann noch einschalten. Also sehr einfach zu bedienen. Charlotte, wie geht es dir? Gut, ja? Auch Kinder da? Wenn ja, traut euch mal, drückt mal hinten auf die kleine Taschenlampe ran und schaltet mal die Taschenlampe an. Ganz einfach, einfach ein kleines Pünktchen, seht ihr? Oh je. Einfach hinten aufs Knöpfchen drücken und dann geht die Lampe an. Oder am K2. Was heißt, was hieß denn letztes Mal, ich küsse Inge? Wann habe ich die geküsst? Oder hat sie mir ein Bussi gegeben? Ich
ich hab euch lieb. Du darfst dir gerne Energie holen. Aus den Kerzen. Indem du die Taschenlampe anschaltest. Am Handy kannst du dich aufladen. Das nächste Mal mache ich wieder die Plasmakugel für euch an. Ihr lieben Seelen, Geister, Entitäten, ich möchte mich recht herzlich bedanken für eure Kommunikation, verbal wie am Tag 2. Ihr bleibt, wo ihr seid, und ich bleibe, wo ich bin. Bye, bye. Ausschalten. Ich wünsche allen noch einen schönen Morgen, Dienstagmorgen, und ich sage mal bye bye bis zur Auswertung.